Was geht, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf FIFA Germany mit einem Format, das es noch gar nicht auf YouTube gibt. Das werde ich jetzt einführen. Snipe 2 Million Isolol. Nein, Spaß, Leute, es ist kein Format. Ich zeige euch heute einfach nur, wie ihr massig Coins machen könnt. 1k pro Spieler bzw. pro Snipe. Ihr seht diesen Filter hier schon eingefügt bzw. eingegeben, eingetippt. Und es lohnt sich einfach wirklich. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich euch das überhaupt zeigen soll, weil es für mich einfach nur mega profitabel ist. Ich mache damit massig Coins. Das ist kein Clickbait, denn ich zeige euch gleich, dass es funktioniert hier anhand ein paar Beispiele. Ich habe eben schon ein Video aufgenommen, wo ich 2 Spieler gesniped habe. Die werde ich euch am Ende noch zeigen. Dann werde ich euch auch noch sagen, ob die sich verkauft haben. Falls ihr nicht wisst, was Snipen ist, ich werde es euch hier jetzt gleich im Laufe des Videos auf jeden Fall zeigen und erklären. Aber ich denke, ihr seid eine schlaue Community. Ihr werdet das schon checken. Und ich würde sagen, wenn es euch gefällt, jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr mehrere Sniping-Filter sehen wollt, wie ihr ordentlich massig Coins machen könnt, Daumen nach oben, Kommentar da lassen. Wieder ein Abo. Wir haben in letzter Zeit ein paar Abonnenten verloren. Logisch, wir haben keine Videos gemacht. Jetzt wird es aber weitergehen mit diesen Sniping-Videos. Ich feiere das einfach mega. Gibt es in der deutschen FIFA-Community nicht. Bla bla bla, Malte, du laberst zu viel. Ich zeige es euch einfach. Ihr gebt einfach ein... So, ich mache das alles weg. Ihr gebt ein Chemiestil Hunter, ganz klar. Dann Maximalpreis R2, zack. 15 Millionen gebt ihr da ein. Und jetzt geht ihr hier auf 1,8, 1,7. Hier schaut ihr jetzt einfach mal so vorbei. Hier sehen wir 2 Sturridge für 1,8. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Die könnte man sich theoretisch schon erst snipen. Aber wir wollen es natürlich günstiger haben. Wir wollen natürlich Profit machen. Gehen jetzt auf die 1,7. Denn jetzt kommt der Teil, der einfach nur nervend auch reibend ist, beziehungsweise schmerzhaft für die Finger, aber es lohnt sich einfach. Ihr seht, man muss hier einfach mega schnell drücken und irgendwann bekommt man das raus, wenn man das ein bisschen öfters gemacht hat. Natürlich, klar, verklickt man sich da nochmal. Aber falls so einer kommt hier mit Hunter Chemiestil für 1,7k, dann kann ich euch auf jeden Fall verraten, macht ihr pro Spieler 1-2k Gewinn, wenn sie dann auch... ja, profitabel sind, also wenn sie dann Gold sind, Stürmer sind, wenn das jetzt Verteidiger sind, dann weiß ich es nicht. Klassen. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal das erste Beispiel, Klassen ZM, der geht locker für 2, 3k dann weg. Wäre ich jetzt schneller gewesen, hätte ich mich besser konzentriert, hätte ich den auch bekommen. Aber Leute, wir werden jetzt weiter versuchen, einen für euch zu bekommen. Und ich würde sagen, es lohnt sich einfach. Es macht auch mega Laune, wenn ihr den Spieler bekommt, da freut man sich wie ein kleines Kind. Und für die Leute, die Snipe nicht mögen, die können dann jetzt einfach wegschalten, können sich Trading-Tipps von Smaxi angucken, was weiß ich. Aber ich schwöre euch, mit diesem Filter macht ihr massig Coins. Es lohnt sich einfach mega, ich empfehle es euch. Hammer, ich feiere das total. Und natürlich könnte man hier jetzt auch noch Gold eingeben oder Stürmer. Oh, hier kommt sogar ein Storage für 1,7. Wie das hier bei mir aussieht, wenn ich das so... Da kriegt man irgendwann halt so ein Gefühl für. Irgendwann muss man nicht nachdenken, welche Knöpfe man drückt. Und jetzt haben wir King, jawoll! So, da haben wir ihn hier, King als Hunter. Und wir gucken auch einfach mal. Der geht jetzt wahrscheinlich für gar nichts. Aber als Hunter ist der auf jeden Fall was wert. Wir packen ihn erstmal auf die Transferliste. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie das ganze Prinzip so funktioniert. Ihr schaut jetzt hier einfach auf dem Transfermarkt und sucht jetzt diesen King. Joshua King. Und dann suchen wir einfach mal Hunter, ja, für 1,7 gibt es den nicht, für 2 gibt es den nicht. Oh, da könnten wir ja ordentlich Profit mitmachen. Der günstigste ist 2,7 als Hunter und als Stürmer. Und deswegen bieten wir den jetzt einfach für 2,5 an. Und wie ihr seht, haben wir den für 1k gekauft und bieten, ja, sagen wir jetzt mal so, 2,2 und 2, sagen wir 2,4. So bieten wir den jetzt einfach mal an. Und wenn wir den jetzt tatsächlich verkaufen würden, haben wir auf jeden Fall massig Gewinn gemacht mit den EA-Steuern. Sagen wir jetzt mal 1k Gewinn und 1k Gewinn pro Spieler ist einfach mega heftig. Und ich mache jetzt einfach nochmal weiter und ich versuche euch gleich nochmal ein paar mehr Beispiele dann zu zeigen. So Leute, 3 Minuten später haben wir ihn auch schon verkauft hier. Joshua King für 2,4k haben jetzt ungefähr... Wir haben ihn für 1k gekauft, sagen wir jetzt mal 1,2k Gewinn gemacht hier. Natürlich auch ab und zu mal, dass man sich einfach verklickt, dass man den Spieler... Nein, 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 nein. Danny Welbeck als Hunter gerade gekommen. Scheiße, der wäre auf jeden Fall locker für 2 oder 3k weggegangen. Da waren wir einfach viel zu langsam, da habe ich mich verklickt. 1,6. Ach du Scheiße. Muriel, komm. Was geht ab?
Was ist denn jetzt los? Warum waren die da plötzlich? Egal, Muriel haben wir jetzt auch noch als Hunter bekommen. Den packen wir jetzt einfach mal auf die Transferliste und schau dann gleich mal. Mahrez hier für 1,5, der wird wahrscheinlich weg sein jetzt. Alter, Mahrez wäre aber mega heftig als Hunter. Also ihr seht schon, es läuft einfach. Hier kommen geile Spieler hier. Luis Muriel als Hunter. Und wir gucken einfach mal, wie viel der jetzt wert ist. Und dann werden wir den wahrscheinlich auch gleich wieder verkaufen. Liegt bei 3,4. Das heißt, wir können den gut und gerne für 3k wieder anbieten. Hier den Luris. Oh, ja, ihr wisst schon Bescheid. Ja. Oh, Bobadilla, ey. Ach du Scheiße. Ja gut, Raul Bobadilla haben wir jetzt noch für euch gesniped. Da bin ich jetzt mal nicht so guter Dinge, dass der jetzt hier für massig Coins weggeht. Aber immerhin haben wir noch mal einen ersniped. Also Leute, ich hoffe, ihr habt das Prinzip jetzt verstanden. Das ist einfach hier der geilste Filter. So macht ihr auf jeden Fall massig Coins, wenn dann die richtigen Spieler kommen. Wenn ihr dann das Quäntchen Glück noch habt. Wenn ihr natürlich auch die Geschwindigkeit habt. Ich kann das sagen von meinen Freunden, das können nicht viele. Da muss man schon ordentlich Fingerspitzengefühl haben und ordentlich Schnelligkeit in den Fingern. Und Konzentration. Deswegen, ich laber jetzt auch nicht. Versuche euch jetzt hier noch ein paar geile Beispiele zu zeigen. Come on, komm. Nein, ich war zu lang. Jawohl! Ich sag noch, ich war viel zu langsam. Ach du Scheiße, jawohl, da haben wir den nächsten Stürmer von England, Gray. Und ich sehe schon, der wird wieder ordentlich was wert sein. Jawohl, Leute, Gray. Und das schauen wir jetzt einfach mal wieder direkt auf den Transfermarkt. Wer das jetzt hier einfach mal an Cut machen. Oh Gott, ey, da habe ich schon gedacht, scheiße, wie blöd habe ich mich da denn verklickt. Mein Daumen war schon ein bisschen fertig auf jeden Fall. Siehst du, für 2,7 geht er nicht weg. Der günstigste ist hier bei 3k. Und da haben wir wieder massig Coins mitgemacht, wenn wir den jetzt verkaufen. Also ich feiere dieses Prinzip. Wie gesagt, einfach nur total. Und jetzt bieten wir den einfach mal an hier für 2,7. 2,4. Ja, komm, wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen günstiger. Eventuell geht er dann jetzt auch hier sofort weg. Also Leute, ihr seht es, es läuft. Und ich mache jetzt einfach noch mal weiter. Ich mache noch ein geiles Ding. Und dann würde ich sagen, habt ihr es jetzt auch verstanden. Und ihr seht, dass es läuft. Ihr seht, das ist kein Clickbait. Ihr seht, es läuft. Es ist wahr. Ich mache es hier gerade live. Also, Daumen nach oben würde mich mega freuen, Leute. Weiter geht's. Komm, einen fische ich noch. Und da geht's auch direkt los. Nein. Beim ersten Versuch kommt einfach Ciro Immobile. Der wäre auch locker wieder so an die 2,23k wert gewesen. Ey, scheiße. Da ist man dann immer so ein bisschen nervös, wenn ihr schon seht, oh, da kommt ein Spieler. Aber dann müsst ihr euch einfach nochmal konzentrieren, die Finger nochmal ordentlich aufheizen und dann wird er schon laufen. Ja, wenn es ein bisschen lange lädt, dann kickt eines immer raus. Ja, nein! Das wären locker, das wären locker 2k Profit pro Spieler, pro King gewesen. Alter, hätten wir den bekommen, das wäre so ein krasser Abschluss gewesen. Dann hätte ich aufgehört, echt. Also mit dem Video, ich snipe heute den ganzen Tag ohne Witz. Aua. Oh Gott, ja, das hat jetzt auch noch eine Zeit echt weh, muss ich sagen. Aua. Ja, nein, nicht bieten, jawohl. So, komm, den letzten jetzt, Leute. Ich schwöre euch, es wird jetzt hier der letzte, danach werde ich aufhören, weil sonst wird das Video einfach viel zu lange dauern und irgendwann interessiert es einen auch, glaube ich, nicht mehr, wenn hier so ein Typ sitzt und immer Knöpfe drückt und einen Spieler fischt. Ihr macht das wahrscheinlich jetzt schon selber zu Hause, weil es einfach so viel Bock macht, beziehungsweise einfach so viel Profit bringt. Fernando Torres, jawohl, jawohl, Alter. 2k ist gerade der günstigste. Ich weiß nicht. Ja, so 2,8 ist gerade der günstigste. 2,8 beziehungsweise 2,9 ist gerade der günstigste Fernando Torres. Ihr habt es gesehen, ich habe gerade noch den anderen für 2k so gekauft, weil ich einfach gesehen habe, okay, der ist echt ganz schön teuer. Dann noch,
wir sagen mal 2-3 beziehungsweise 2-6. Da wird er auf jeden Fall für weggehen. 2-4. Schauen wir mal. Aber würden wir den jetzt verkaufen, machen wir auf jeden Fall wieder massig Gewinn. Und ich würde sagen, Leute, wir warten jetzt einfach mal ab. Eventuell werden sie sich verkaufen. Es kann auch mal sein, dass sich einer nicht verkaufen lässt. Dann bietet ihr den einfach wieder an. Für ein bisschen weniger oder... Nee, für ein bisschen mehr macht keinen Sinn. Aber Leute, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr Trading-Tipps bzw. Sniping-Filters auf dem Kasten. Also Leute, falls ihr noch mehr sehen wollt, Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!